Das jüngste Kind von der Bindella-Gruppe ist gerade mal 4 Monate alt. Die Rede ist vom Restaurant Piu im ehemaligen Gebäude von der Silpost. Die Amtssprache in Piu ist eindeutig italienisch. Aber nicht nur wegen der Sprache fühlen sich die Gäste von Piu wie in einer neapolitanischen Pizzeria. Das Restaurant Piu ist fest in neapolitanischer Hand. Vom Pizzaiolo bis zum Servicepersonal. Italienischer Lifestyle wird hier zelebriert. Allerdings mit einem Unterschied, wie der Blick auf die Karte verrät. Also bei uns werden Sie sicher kein Spaghetti Carbonara finden und kein Scaloppino al Limone, weil das ist, sagen wir, finden Sie jetzt bei jedem Italiener auf dem Platz Zürich. Wir haben wirklich auch die Karte so gestaltet, dass wir Sachen haben, die ja, nicht alle haben. Für die neapolitanischen à la carte Gerichte ist Küchenchef Carlos Gonçalves verantwortlich. Seit 25 Jahren beschäftigt sich der Portugiese mit der italienischen Küche. Kann ich ein bisschen Basilikum haben, bitte? Hier bereitet er gerade ein Pasta-Gericht mit frischen Zutaten vor. Der Küchenchef lässt die einfachen Gerichte aus Großmutters Kochbuch wieder aufblühen. Was ist für Sie die Herausforderung? Immer etwas Neues zu entwickeln. Etwas, wo die Leute sagen, wow, das habe ich noch nie gegessen, und experimentieren, dass man das Feeling hat, Italien wieder hierher, die alten Gerichte, wo man das kann sagen, oh, das haben wir früher gegessen, jetzt essen wir nicht mehr aktuell. Aber nicht nur mit den à la carte Gerichten wagt man sich auf neues, altes Terrain. Auch die neapolitanische Pizza macht den feinen Unterschied. Die ist halt ein bisschen anders, die ist ein bisschen weicher, luftiger. Die Pizza, die man da isst, ist halt nicht typisch Pizzeria von Zürich. Und schon da haben wir Hochbocker. Wir können sagen, oh, wenn es nicht gut ankommt, können wir gleich zumachen. Und von dem her, wir haben schon dort Hochbocker, wir haben es auch mit der Küche, mit den Gerichten ein bisschen riskiert, aber eben, das Resultat sieht man. No risk, no glory. Auch der Takeaway hat sich bewährt, wenn es schnell gehen muss. Beim Takeaway profitiert man vor allem von der hohen Frequenz an Laufkundschaft rund um die Silpost. Im Restaurant kann man sich Zeit lassen, wie in Italien, wo die Gäste tendenziell länger bleiben. Es ist nicht zu übersehen, das Piu befindet sich in den Räumlichkeiten der ehemaligen Silpost. Die Relikte aus der Vergangenheit sind bewusst in das Konzept integriert, mit einem speziellen Detail. Deswegen die Telefone auf die eine Seite, die Briefkästen auf die andere Seite. Aber was viele nicht sehen, wir haben auch noch eine Widerspiegelung vom Hauptbahnhof, weil all die Messinglinien, die Sie hier umeinander sehen, sollten dann wieder die Gleise vom Hauptbahnhof widerspiegeln. Die Aussage, komm, wir gehen heute zum Italiener, bekommt mit dem Angebot im Piu eine neue Bedeutung.